Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Phantom. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Akt 2 spielt, damit ihr ihn immer und immer wieder spielen könnt und wie ihr am schnellsten durchkommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes geht ihr in den Planungsraum, ja, also wenn ihr das Bogdan-Problem habt, dann stellt ihr die Schwierigkeit auf schwer und dann könnt ihr das Ganze einmal starten. Jetzt soll noch der Freund reinkommen, mit dem ihr das Ganze macht, der das Geld bekommt, denn ich zeige das aus der Sicht von dem Gönner, okay? So, dann warten wir, bis der Kollege reinkommt. Ist der Kollege dann drin, könnt ihr das Ganze einmal starten. Nun gebt ihr euch selber die Mindestanforderung an Prozent, die ihr euch geben müsst hier bei der Auswahl. Ja, also ich gebe mir selber nur 15%, niedriger geht es leider nicht. Dem Kollegen gebe ich jetzt den Rest 85%. Das macht 1.009.375 GTA-Dollar, die er bekommt. Ich werde das U-Boot spielen, also ihr seht es nun aus der Sicht des U-Boots. Kollege muss noch bestätigen, hat er, und los geht's. Wenn ihr das Ganze dann unter 15 Minuten packt, bekommt ihr auch nochmal einen Bonus auf die 1 Million drauf, dass ihr es unter 15 Minuten gepackt habt. Und wenn ihr es so macht wie ich und es dann auch auswendig könnt, weil ihr dann wisst, wo die ganzen Gegner stehen, schafft ihr das locker in 12 Minuten. Also mein schnellstes ist immer so 9 Minuten 50, 9 Minuten 55. Aber in der Regel, weil der Mitspieler dann meistens länger braucht, bis er ihn abgeholt hat und so weiter und so fort, sind wir so bei 10 Minuten 30 ungefähr, was wir dafür immer brauchen. So, jetzt laufen wir zu unserem Auto und fahren erstmal dorthin, wo wir hin müssen, um den Stromberg abzuholen. Und auf der Fahrt dorthin rufen wir schon mal Pegasus an, ja, denn ihr solltet einen Seashock haben, also so einen Jetski, damit euch der Kollege auf dem Wasser abholen kann. Weil dann geht es am schnellsten. Also einmal Pegasus anrufen. So, dann geht die auf Boote und fordert einen Seashock an. Dann geht ihr rüber ins Auto. Der Kollege ersetzt sich jetzt in die Avenger, okay, und fliegt jetzt hier an diesen Punkt. Hier fliegt der Kollege, der das Geld bekommt und die Luftunterstützung macht, fliegt an diesen Punkt, denn hier werden jetzt nun zwei Jetskis spawnen und ein Boot hier. Wenn die Jetskis nicht spawnen, dann könnt ihr immer noch an die Stelle gehen, wo dem Kollegen seine Seashock steht. Ja, die spawnt immer hier. Dann fahren wir jetzt einmal hier zum U-Boot. Ihr seht jetzt schon, der Kollege ist da vorne unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Da hinten fährt er gerade im Ziel mit dem Jetski. Und die Avenger hat er, wie er soll, dort drüben abgestellt. Ja? Weil dort spawnen die Jetskis. Der Kollege muss dann nur noch rausfahren und fährt dann auch hier hin. Aber er fährt ins dunkelblaue Wasser, okay, damit er nicht von dem Helikopter abgeschossen wird. Er muss ins dunkelblaue Wasser, damit er nicht abgeschossen wird. Ihr seht es hier auf der Minimap. Da gibt es verschiedene Blautöne. Ja, einmal so ganz helles Blau, was schon so fast grau ist. Und das ist dann so Abstufen. Und er muss ins dunkelblaue oder hier in so ein tiefes Becken, damit er von den Helikopters nicht angegriffen wird, solange wir im U-Boot sind. Sind wir dann im U-Boot drinne, machen wir einmal die Ego-Perspektive, weil dann läuft der schneller
Und wir nehmen uns die Sturmschrotflinte. Hier, die Sturmschrotflinte, wenn ihr sie habt. Okay? Und dann müsst ihr jetzt einfach nur noch einmal hier durchrennen, wo die Gegner stehen. Das lernt ihr dann alles auswendig, wenn ich es ein paar Mal gespielt habe. Die meisten von euch kennen das Ganze ja so oder so schon. Aber ich zeige es jetzt nochmal für die, die es noch nicht kennen. So, jetzt kommt hier noch einer. Jetzt gehen wir die Treppen runter. Den Weg, den lernt ihr auch automatisch auswendig. Treppen runter, links laufen, dann hier rechts. Dann kommen hier nochmal zwei Gegner. Jetzt gehen wir links die Treppen runter. Die Tür rein und dann steht hier hinten noch einer. So, jetzt müssen wir den hier bedrohen, bis er uns gelb angezeigt wird. So, jetzt können wir wieder hoch. Jetzt kommt hier oben wieder ein Gegner. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ich weiß, es gibt auch einen zweiten Weg, den man hier laufen kann, aber der gefällt mir nicht. Deshalb laufe ich immer diesen Weg. Und ich finde, dieser Weg geht am schnellsten. Jetzt müsst ihr noch ein Foto machen. So, einmal Foto gemacht. Jetzt stellt ihr euch hier hin. Könnt auch Ego-Perspektive jetzt wieder wegmachen. Wie gesagt, Ego-Perspektive ist gewöhnungsbedürftig, aber damit spart ihr viel Zeit, weil der Charakter dann einfach schneller läuft, okay? Jetzt mache ich hier mal einen Zeitraffer rein, denn dieses Gelaber braucht sich hier keiner geben. So, seid ihr dann jetzt aus dem U-Boot draußen und der Kollege hat oben auf euch gewartet, dann kann er euch jetzt abholen. Ihr müsst jetzt einfach nur hochschwimmen, der Kollege kommt mit dem Jetski angefahren. Und dann setzt ihr euch hinten drauf und er fährt dann an den Strand. Ihr setzt euch in die Avenger rein und ab geht's zum Flughafen. Sollte der Kollege kein Jetski haben, weil ihr keinen Seashock habt, den ihr anfordern könnt, damit diese Jetskis hier spawnen. Ihr seht jetzt da auch, dort spawnen, links von uns spawnen die zwei Jetskis immer. Und sollten die nicht spawnen, dann müsst ihr den Weg halt an den Strand tauchen, okay? Dann steigt ihr einmal ein und jetzt fliegt ihr nur noch zum Flughafen. Jetzt zeige ich euch noch, wo ihr am Ende Anwendung schließen machen müsst, damit ihr es immer und immer wieder spielen könnt, ohne die Vorbereitung zu spielen. Aber jetzt erst nochmal ein Zeitraffer, denn der Flug, der dauert jetzt auch nochmal ein bisschen. So, befindet ihr euch dann im Landeanflug, dann könnt ihr ja schon mal hier auf PSN-Taste drücken, geht schon mal auf Anwendung schließen, drückt aber noch nicht drauf. Ich zeige euch genau, wann ihr das machen müsst. Und zwar, wenn ihr gelandet seid, dann gibt es so einen kurzen Flash und ab da an könnt ihr das Spiel verlassen. Ich mache es, um auf immer Nummer sicher zu gehen, dass ich nicht zu früh rausgehe. Hier, das war gerade der Flash. Ich gehe immer jetzt raus. Ja? Immer wenn die Personen aus der Tür gehen, mache ich Anwendung schließen. Dann wird GTA neu gestartet. Ihr spammt jetzt L1 und R1 ab dieser Bikini-Frau hier, bis der fünfte Polizeistern aufgeleuchtet ist. Und dann könnt ihr mit dem Spammen aufhören. Ihr könnt auch L1 und R1 halten oder ihr könnt auch nur, ich glaube, R1 spammen bzw. halten, um den Catch zu lernen. Ja, also bevor hier wieder die Klugscheißer kommen, ich mache das aber immer so und ich mache das immer so. Ja, es gibt mehrere Wege, den Catch zu lernen. Ich mache das immer mit L1 und R1 spammen. So, Polizeisterne waren da, wir können aufhören. Wenn ihr dann dieses Kalibrieren-Fenster bekommt, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann wurde der Catch gelehrt. Hier, wenn ihr dieses Bild hier bekommt, wurde der Catch gelehrt, alles hat funktioniert. Mit X bestätigen, jetzt kommt ihr in den Story Mode, dann geht ihr einfach wieder online und startet den Akt 2 von vorne. Das ist alles. So macht ihr für euren Kollegen 1 Million plus nochmal unter 15 Minuten den Bonus. Ja, ist sehr, sehr einfach und für jemanden, der nichts hat, perfekt. Und da solltet ihr euch auch gegenseitig hosten, okay? Ihr solltet euch gegenseitig helfen. Zieht euch nicht ab, denn ich weiß, es gibt auch Leute, die bezahlen dafür und dann kriegen sie es nicht gehostet, wenn sie gehostet haben und so weiter und so fort. Hört auf mit dieser Scheiße, vor allem nicht in meiner Community. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich bin raus. Peace out, euer Phantom.